Willkommen zur Lecture. Autor, Erzähler, Darsteller, das Ich des Storytellers. Die erste Frage ist, ist der sogenannte Storyteller, der Erzähler, von dem wir umgangssprachlich sprechen, wirklich ein Ich? Oder ist der Drehbuchautor, den wir uns zu Hause vorstellen, identisch mit dem Erzähler oder der Erzählerin oder der Erzählfunktion in einem Film? Und ich würde sagen, bei einem innovativen Film ist das nicht der Fall. Es ist eher so, dass das Erzählen oder der Erzähler ein Ergebnis all der verschiedenen Erzählfunktionen ist, die wir in einem Film erleben. Und das sind wesentlich durch den Schnitt, durch die Dialoge, durch die Musik, also durch das Zusammenwirken all, all der filmischen Elemente bestimmte Faktoren. Die wir uns eigentlich nur vorstellen wie eine Person, die dahinter stehen könnte. Dieser Erzähler, den wir uns vorstellen, der ist virtuell. Und das ist ganz gut, weil, wenn man sich klar macht, dass dieser Erzähler virtuell ist, dann kommt man bei meinem zweiten Aspekt an, zu dem ich was sagen möchte. Die Erzählfunktion kann ja auch auf verschiedene Figuren verteilt werden. In dem Film Neue Natur haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass ein Erzähler relativ weit die Geschichte voranbringt und plötzlich meldet sich Peter Lohmeier in der Rolle von Peter Maturana und sagt, ich habe bis jetzt geschwiegen, aber ich muss doch sagen, dass es in Wirklichkeit sehr anders war. An dieser Stelle erst, ich hatte das Gefühl, ich sollte eine Weile der erzählten Filmfabel Raum geben, damit die Zusammenhänge deutlich werden muss ich den Bericht aber korrigieren. Wir haben es also hier schon mit zwei Erzählern zu tun, die dieselbe Geschichte in unterschiedlichen Versionen erzählen, aber vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Tonlagen. Auf dem halbvergessenen Hamburger Versuchsgelände der Firma Morphocraft haben die Mad Scientists Peter Maturana 44 und sein Bruder Lawrence Maturana 44 gemeinsam eine Technik entwickelt die das Potenzial besitzt, die Welt auf den Kopf zu stellen und der Geschichte einen Quantensprung zu verpassen. Und dann sehe ich morgens ein Stück gelbe Sonne zwischen den grünen Strahlen der einen und den blauen Strahlen der anderen Sonne. Und etwas kommt durch dieses Gelb angeflogen. Der eine Erzähler hat mehr den Gestus eines Märchenerzählers, der andere Erzähler ist ein bisschen durchgeknallter, frikiger Wissenschaftler, der ein Selbstexperiment überlebt hat. Ja, wie so jemand, der von einem Drogentrip zurückkehrt und der erzählt. Und da prallen also schon innerhalb der Erzählfunktion ganz verschiedene Sounds oder Tonlagen aufeinander. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es auch möglich, und es passiert in dem Film auch, dass. Einer dieser Erzähler sich materialisiert. Wir sind gewohnt, dass Erzählung entweder hinter der Kulisse stattfindet oder aber zum Beispiel durch eine Voice-Over, also ein Kommentar aus dem OFF. Und plötzlich haben wir es mit einem Erzähler zu tun, der sich in diesen seltsamen, kugelförmigen, sagen wir mal, Seifenblasen oder Zauberkugeln materialisiert und ins Bild hineindriftet. Aber in diesem Licht stecken die ausgestrahlten Signale, die sich... Wie ein lauter morse in die von uns entdeckte Biostrahlung einmischen. Dieser Erzähler ist schon Halbdarsteller. Ich erkenne ja Peter Maturana. Aber er ist nicht Darsteller in dem Sinne, wie wir eine Figur im Film behandeln, die also Teil der Erzählung ist, sondern er ist irgendwo dazwischen. Wenn es jetzt dazu kommt, dass ein zweiter Erzähler, der bisher als Märchenstimme da war, auf einmal an einem Baum sitzt und sich materialisiert, dann sucht sich auch dieses Element der Erzählfunktion einen, einen Raum und einen Ort. Das heißt, ich habe erweitert nicht nur Erzähler, sondern ich habe auch Darsteller, die plötzlich erzählende Funktionen übernehmen. Und ich komme auch schon zu meinem dritten Aspekt, den ich ansprechen möchte. Es entsteht auf einmal ein Erzählraum. Und das ist etwas, was viele innovative... Optionen eröffnet, dass man nicht mehr hat diesen einen Erzähler und dann da die abgebildete Welt. Wie, was ist, wie kann man Realität einfach abbilden? Das ist ja eh schon eine Schichtung von verschiedenen Bildern und Vorgängen und Realitäten. So, nein, wir haben jetzt hier eine Erzählfunktion, die für diese Darsteller, Erzähler, Erzähler aus dem Off sichtbar und trotzdem aus blasen heraus wie erzähler wirkend für all diese aufgespaltenen und sinnlich dargestellten erzählfunktionen haben wir auf einmal einen raum das beginnt ganz klassisch am märchenbaum da steht mitten in berlin vom auswärtigen amt eine eiche an einem spreearm drumherum chaotische baustelle wunderbar an der eiche lehnt christian steier den viele naja, aus dem die ihre Kindheit im Osten, in der DDR verbracht haben, als den Märchenerzähler überhaupt kennen. Und der tritt in diesem Film auf, der ja eher zukunfts- und innovationsgewandt ist, aber das Märchenerzählen sehr wohl mag. Da haben wir also auch einen, erstmal eine ganz klassische Erdung für das Erzählen. Und zugleich entsteht aber auch durch diese Erzähler, die aus den Blasen sprechen und die Erzähler, die auf einmal sagen, naja, wir tauchen überall in der Stadt auf. Wir haben diese Geschichte gehört. Wir verbinden uns über das Internet und wir haben spezielle Software, die über Social Media hinausgeht und narrative Funktionen bildet, die sich kollektive Erzähler nennen. Und so entsteht also für all diese verschiedenen Erzähler oder Erzählerdarsteller ein Raum. Ein Erzählraum. In dem Moment, in dem dieser Erzählraum... Sich auch mit den verschiedenen Tonlagen, mit der erkennbaren Herkunft von einzelnen Erzählungen. Es ist ja was anderes, ob ich als Katastrophenopfer erzähle, wie ich das erlebt habe, oder ob ich irgendwo äh, beim Café Latte äh, da in der, bei der digitalen Bohem sitze. Es sind also verschiedene Tonlagen des Erzählens, die sich in diesem Raum kombinieren und die da gestaltbar werden. Und, und das ist, glaube ich, der Clou, die in dieser Raum. Der kann genauso wichtig sein wie die Räume, die man klassisch, um das Wort zu verwenden, denn das, was heute klassisch genannt wird, ist im Regelfall nicht klassisch, sondern einfach ein sehr vereinfachter Set von Möglichkeiten. Wenn man den mal hinter sich lässt, dann kann man durch die Kombination eines erweiterten Erzählraums mit den Räumen, die man, wo man seine, in denen die Geschichte angesiedelt wird, ein reichhaltiges Szenario schaffen, um eine Geschichte facettenreich kompliziert und einfach manchmal also heiter, ernst, ernsthaft komisch und heiter entfalten zu können es lohnt sich damit zu experimentieren wer erzählt wer erzählt anders in welcher tonlage wird erzählt und von wo aus wird erzählt